Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Freedom 24. Viele Investoren bauen sich immer wieder größere Cashbestände auf und haben dann vor, das Geld in den nächsten Wochen oder Monaten zu investieren. Bis jedoch der passende Zeitpunkt gekommen ist, liegt bei vielen das Geld unverzinst auf dem Girokonto herum und bringt genau eins, nämlich nichts. Wäre es da nicht schön, wenn dein Geld in dieser Zeit für dich arbeitet und Erträge erwirtschaftet? Genau da kommt unser Werbepartner Freedom 24 ins Spiel. Denn dort erhältst du sehr attraktive Zinssätze auf dein Kapital im Tagesgeldkonto. In Euro erhältst du aktuell bis zu 3,88% Zinsen und wenn du dein Geld in US-Dollar anlegst, sogar bis zu 5,31%. Deine Vorteile liegen auf der Hand. Die Verzinsung erfolgt bereits ab dem Mindestanlagebetrag von 150 Euro bzw. US-Dollar. Die Auszahlung ist jederzeit möglich, es erfolgt eine tägliche Zinsgutschrift und das Beste, es gibt keinen Maximalanlagebetrag. Willst du direkt loslegen? Dann gehe auf investor-stories.de/freedom24 oder klick auf den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß noch bei der weiteren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Und heute geht es mal wieder um das Thema Immobilien, aber auch nicht nur dazu. Verrät er uns gleich mehr. Ich habe den CEO von Exporo zu Gast. Herzlich willkommen, Simon Bunke. Ja, moin Tim, freut mich hier zu sein. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist und ein paar Insights zum Thema Immobilieninvestments teilst oder auch, wie ja. Man, sage ich mal, sich als Kleinanleger über die Crowd beteiligen können, denn genau das macht ihr. Aber ehe ich zu weit vorgreife, vielleicht als kleine Intro, magst du ein paar Worte über dich persönlich erzählen und was ihr mit Exporo eigentlich so treibt? Ja, du, super gerne. Simon, 43 Jahre jung. Ein Hund, ein Kind, bald zweites Kind, verlobt, bald auch verheiratet. Also hat sich sehr viel in meinem Unternehmerleben getan, letzten 3 Jahren, würde ich sagen. Mit einer sehr schönen Wendung auch im privaten Bereich. Ich habe in Hannover studiert, BWL, wie du weißt, FADW, da haben wir die gleiche Uni, das ist reiner Zufall natürlich gerade. Habe im Studium eine Firma gegründet, dort ging es um Versicherungsvermittlung, hatte eine sehr große Firma aufgebaut über die Jahre. Viele Büros in Deutschland, viel gelernt, digital, aber auch analoge Beratungen, hatten 800 Mitarbeiter etwa, glaube ich, so in der Spitze, viele Büros. Und das hat schon alles sehr viel Spaß gemacht. Allerdings haben wir gesagt, es muss digitaler werden. Ich konnte meine Anteile 2011 verkaufen. Bin noch 2 Jahre an Bord geblieben als Vorstand und habe dann die ganze Integration begleitet in den kaufenden Konzern. Und dann hatten wir die Idee für Demokratisierung von Immobilieninvestments. Das war die Geburtsstunde quasi von Exporo im Jahr 2013. Und dazu werden wir bestimmt etwas ausführlicher heute sprechen. Aber das kurz zu mir und im privaten Bereich durchaus Fußballfan. Ich liebe Natur, Naturschutz. Wir haben eine Stiftung für den Schutz afrikanischer Wildtiere, wo wir probieren, Technologien rüberzubringen aus Europa nach Südafrika, kaufen dort Reservate. Also auch ein spannendes Thema. Wenn du also mal in einem zukünftigen Podcast über Naturschutz reden möchtest, sehr, sehr gerne. Aber heute machen wir mal das Thema Immobilien und vielleicht auch erneuerbare Energien. Auf jeden Fall, genau. Das kommt nämlich auch auf die Liste. Ich habe nämlich tatsächlich noch einen zweiten Podcast, aber so viel cool, dazu für später. Investieren in Immobilien. Ihr seid jetzt mit 2013 gegründet, auch schon ziemlich lange auf dem Markt. Über die letzten Jahre sind ja auch einige Plattformen rausgepoppt. Manche gut, manche eher weniger gut. Ihr habt da auf jeden Fall ein bisschen Track Record, habt aber auch in verschiedenen Bereichen über die Zeit was probiert. Vielleicht aber euer Core-Business, magst du einmal beschreiben, was für Immobilieninvestments kann man denn genau eigentlich bei euch machen? Sehr gerne. Also grundsätzlich finanzieren wir deutsche Projektentwicklungen. Das können Bestandsgebäude sein mit Sanierungsmaßnahmen, Aufteilergeschäfte, Neubauten, primär Wohnen. Und solche Projekte werden immer finanziert aus Eigenkapital und Bankenkapital und dann halt sogenannten Alternative Investment Strukturen. Das können Fonds sein, Family Offices, High Net Worth Individuals. Und diese Sparte decken wir als Exporo ab. Das heißt, eine Plattform. Wir sourcen die Deals deutschlandweit, kommen so 40, 50 mögliche Kreditvergaben für uns in Frage. Davon kommen 4, 5 auf die Plattform. Und die Idee hinter einer Plattform ist ja, dass du tausende Menschen gemeinsam
beteiligen lässt wie einen professionellen Investor. Das heißt, wir übernehmen das ganze Thema Deal Sourcing, Strukturierung, Contracting, Sicherheiten, Bestellung, Verhandlung natürlich mit dem Kreditnehmer und vermitteln dann diesen Kredit über unsere Plattform an Tausende von Investoren, die dann sich selbstständig entscheiden, wo möchte ich investieren und wo nicht. Und das ist auch die Magie einer Plattform, dass du mehrere Investments pro Monat anbieten kannst und jeder für sich entscheidet, in welchen Deal er investieren möchte, damit er sich selbst ein eigenes digitales Real Estate Portfolio aufbauen kann über unsere Plattform. Und du hast es schon gesagt, es gibt viele Plattformen in Europa, freuen wir uns auch immer über Wettbewerb. Ich glaube, wir haben da schon eine Menge Track Record hinterlassen, haben jetzt 1,2 Milliarden Euro mittlerweile vermittelt in deutsche Immobilienprojekte. Ich glaube, das ist schon ein guter Track Record. Es gibt auch immer natürlich neue Innovationen. Aber unser Ziel ist natürlich, sowohl in den positiven Märkten als auch schwierigen Märkten gute Investmentmöglichkeiten anzubieten, sodass sich jeder wie ein Profi-Investor an solchen Real Estate Deals beteiligen kann. Sehr gut zusammengefasst. Da würde mich natürlich interessieren, insbesondere Projektentwicklung. Das hat natürlich immer auch eine gewisse Zyklizität. Man merkt gerade am Immobilienmarkt, Preissteigerungen und so weiter. Da gibt es, sage ich mal, so ein paar Hürden, die Branche überwinden muss. Und jetzt haben diese Mezzanin-Finanzierung natürlich, sind die ein bisschen zurückgestellt. Man hat die Bank, wie du es eben genannt hast. Dann kommt der Mezzanin-Finanzierer sozusagen in der Reihenfolge und dann der Eigenkapitalgeber. Wie ist da eure Erfahrung in der aktuellen Marktlage? Merkt man das, spürt man das, dass da aktuell was durchschlägt? Oder ist sozusagen im geregelten Projektentwicklungsverlauf das dann doch eher die Ausnahme, dass man da, sag ich mal, in die Bedulie rutscht? Ja, ich glaube schon, dass der Markt natürlich in Summe gerade makroökonomisch sehr stark unter Druck steht. Die Preise hoch, Zinsen hoch, Kredite müssen prolongiert werden. Also auch wir haben ein Projekt, die eher schwierig gerade laufen. Ich glaube, zwei Dinge sind zu berücksichtigen. In den 11 Jahren, wo wir jetzt das ganze Thema schon betreiben, haben wir uns sehr stark weiterentwickelt, weg von Rangrücktritten hin zu echten Krediten, die wir vergeben über ein Fronting-Modell. Das heißt, sie sitzen mit am Tisch, wenn etwas mal notleidend sein sollte und können dort halt mitverhandeln im Interesse unserer Anleger. Also wir sind dort regulatorisch und rechtlich deutlich besser aufgestellt noch als vor 11 Jahren. Das zweite ist, wir sehen uns immer als Investmentplattform, keine Sparplattform. Das heißt, wir reduzieren die Risiken, wie man in diese Real Estate Immobilien-Deals investieren kann. Wir können es aber nicht ganz auf Null setzen. Und das muss man einfach immer in aller Transparenz auch ansprechen. Solche Deals, wo ich 7, 8, 9% Verzinsen bekomme pro Jahr, die sind nicht ganz risikolos. Es gibt ein Restrisiko und diese Risiken probieren wir natürlich deutlich zu minimieren durch gute Akquise, Prüfungen, gute Verträge, Weiterentwicklung, Betreuung der Deals. Unsere Arbeit hört erst auf, wenn der Deal zurückgezahlt ist an den Investor. Denn, ja, dann, was ich immer ganz gerne sage, ich glaube, wir haben eine starke Brand, die ist das wert. Wir haben eine tolle Technologie, die ist viel wert. Unser Team ist natürlich großartig. Aber das größte Asset, was wir haben, sind unsere Anleger. Und dafür treten wir eigentlich jeden Tag neu an, gute Deals zu sourcen. Und wenn wir notleidende Deals haben, dass wir die auch wirklich bis zum Ende begleiten, um das maximale Interesse unserer Anleger zu schützen. Und ja, es kann natürlich auch mal einen Ausfall geben. Und ja, es gibt häufig auch mal Verzögerungen. Die Verzögerungen sind insofern positiv, weil dann geht es nochmal Strafzinsen obendrauf. Und dann dauert es auch mal vielleicht mal 3 Monate, auch mal 1 Jahr, auch mal 2 Jahre, bis ein Deal zurückbezahlt wird. Aber dafür kommt das Nominalkapital zurück, plus die Zinsen, plus die Strafzinsen. Also für den Anleger durchaus auch ein attraktiver Deal dann pro Investment. Genau. Ist halt kein Tagesgeld und kein Festgeld, was sicher irgendwie von Einlagensicherung bei der Bank geschützt ist. Das muss man sich klar sein, dass man hier ein bisschen Absolut. Mehr ins Risiko geht. Aber kriegt dafür halt auch ein bisschen mehr Rendite mit 8-9% aktuell bei euch auf der Plattform, habe ich glaube ich gesehen, oder 8,5%. Ja. Das ist natürlich schon eine Ansage gegenüber den Tagesgeldzinsen, die es aktuell so gibt. Ich glaube vielleicht, um darauf kurz einzugehen, Tim, das ist ja genau richtig. Wir würden niemals sagen, wir sind eine Sparplattform und bitte nur über uns investieren. Ich glaube, neben Tagesgeld, neben ETF, neben Kryptowährung, neben diversen Anlageklassen gibt es einfach auch das Thema Immobilien und erneuerbare Energien, also kurzfristige Investments in spannende Projekte in Deutschland, wo man einfach höhere Renditen erzielt. Das ist das Kerngeschäft von vermögenden Anlegern, von Institutionellen, dass sie solche Deals halt quasi finanzieren zu sehr hohen Renditen. Und das ist eigentlich unser Modell, wie ein digitales Family Office. Wir sourcen die Deals, also wir akquirieren diese Deals, prüfen sie, bringen sie auf die Plattform und jeder entscheidet, wo er investieren möchte, muss am Ende selbst die Entscheidung auch treffen, wo er investiert und wo nicht.
Und kleines Insight, ich glaube, für einen Podcast wäre mal spannend, um ein paar KPIs zu hören. Ja, unser, wir bieten so zwischen 50, 60 Investmentmöglichkeiten pro Jahr an. Unser Durchschnittsinvestor macht 5,8 Investments pro Jahr. Das heißt, er investiert auch sehr bewusst, schaut sich die Möglichkeiten halt an und macht im Durchschnitt nur jeden 10. Deal, also jede 10. Investmentmöglichkeit nutzt er nur. Das heißt, wir haben schon den selbstbestimmten, aufgeklärten Investor bei uns auf der Plattform, der dann quasi sein Geld investiert in verschiedene Möglichkeiten. Genau, und diese Vorprüfung, die ihr macht und das Deal Sourcing, da würde ich gleich mal nachhaken. Wie geht ihr da genau vor? Also wie kommt ihr im Endeffekt an die Deals ran? Werdet ihr da quasi direkt angesprochen von den Finanzierern, dass sie euch an Bord haben wollen? Und wie prüft ihr dann quasi so ein Deal? Was sind da so Sachen, die ihr euch anschaut? Ja, jetzt, wir sind ja ein großes Team, sitzen hier in Hamburg Hafen City. Seit 11 Jahren sind wir nun dabei. Ich glaube, wir haben über 3000 Projektentwickler Deutschlands bei uns im System. Wir kennen davon über 2000. Wir haben über 200 verschiedene Projektentwickler schon finanziert. In Summe sind das 580 Deals, glaube ich, die wir schon gemacht haben. Das heißt, für diese 580 Investments, die wir getätigt haben, haben wir etwa 6000 Deals uns angeschaut in den letzten 10 Jahren. Von daher ein sehr, sehr großes Netzwerk. Wie kommen wir also an die Deals? Wir werden natürlich von bestehenden, bekannten Entwicklern angesprochen. Wir sind auf allen großen Messen natürlich vertreten mit unserem Akquise-Team, die einfach mit den Projektentwicklern halt sprechen. Wir haben Kooperationen mit Banken und anderen, die halt auch quasi Kapital suchen, die also auch am Markt aktiv sind. Und so haben wir einen sehr hohen Inflow an Deals, den wir halt dann strukturieren. Sehr viel wird schon aussortiert. Jetzt zur zweiten Frage, wie prüfen wir diese Deals? Es gibt so ein Pre-Sales-Stage. Das heißt, ich als Ansprechpartner für den Entwickler muss schon mal einsortieren, ist das überhaupt eine Möglichkeit, ja oder nein? Denn sobald er kein eigenes Geld mitbringt, die Bauphasen viel zu früh sind, das Projekt im Ausland ist, das sind alles schon mal klare Dealbreaker, das heißt, so ein Deal kommt gar nicht bei uns weiter. Wenn unser Ansprechpartner bei Exporo sagt, okay, Mensch, das kann gut passen zu Exporo, zur Plattform, zu unseren Anlegern, dann geht es in eine Pre-Due Diligence, daraus wird dann irgendwann ein Business-Komitee, ein Credit-Komitee, also wir haben dort mehrere Line of Defenses, nennen wir das, bis dann so ein Deal auch wirklich unterschrieben wird, von uns finanziert wird und dann zum Investment freigeben wird auf der Plattform. Und dabei sind dann so Faktoren, sage ich mal, wie spätere Verkaufswahrscheinlichkeit des Objektes sozusagen, auch so Track Record im Endeffekt der Projektentwickler, schaffen die es in der Regel, ihre Projekte zu verkaufen oder auch sind schon Mietverträge abgeschlossen. Sind das so Sachen, die ihr dann euch im Detail anguckt, um jetzt, sage ich mal, auch das Risiko von so einem Projekt einzuordnen? Ja, absolut. Gibt verschiedene Dinge, die wir prüfen. Wir prüfen natürlich den Projektentwickler selbst, hat er schon ein paar hundert Millionen Euro Track Record hinter. Also wir haben eine Art Klassifizierung für den Entwickler. Wie viel Erfahrung hat er schon? Er muss immer eine Menge Erfahrung mitbringen, um sich überhaupt zu qualifizieren, von uns Kapital zu erhalten. Das heißt, der Entwickler wird sehr genau geprüft, das Projekt wird sehr genau geprüft. Wir sind eher in späten Phasen tätig. Das heißt, Grundstück schon angekauft, der Bau hat schon begonnen. Teilweise sind auch die Assets bereits schon verkauft und wir haben noch eine Brückenfinanzierung von 12 Monaten, 18 Monaten, wo wir quasi Kapital vergeben. Also eher spätphasige Projekte mit einem sehr klaren Exit, der muss immer gegeben sein natürlich. Auch Neubau finanzieren wir aber gerne auch Bestandsaktivitäten, wo du laufende Cashflows hast, wo es dann eine Renovierung gibt, eine Sanierung gibt. Das ganze Thema erneuerbare Energien, aber auch Green Capex, also Sanierungsmaßnahmen. ESG ist halt ein sehr, sehr großes Thema weltweit, wo jetzt viel Kapital investiert wird. Das sind alles Deals, die wir uns sehr gerne anschauen und die wir dann zum Investment freigeben. Sehr cool. Ihr seid ja sogar lizenziert. Ihr habt die europäische Crowdfunding-Lizenz. Hat auch noch nicht jedes Unternehmen, aber ihr habt da brav eure Hausaufgaben gemacht, habt die Lizenz bekommen. Vielleicht magst du ein bisschen teilen, was hat das für einen Vorteil für einen Anleger, dass ihr diese Lizenz habt und was kann man dadurch von euch erwarten? Erstmal ein spannender Side-Fact mal wieder, ja, so Behördenland Deutschland und wir haben einen guten Austausch mit der BaFin, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, wir haben die meisten Emissionen in Deutschland überhaupt, also an BaFin-regulierten Freigaben, weil wir schon seit 2017 BaFin-reguliert sind, ja. Also höchste Regulierung, die es überhaupt gibt hier bei uns in Deutschland. Aber diese ECSP-Lizenz, europäische Verordnung, um auch europäisches Investieren einfacher zu machen. In Deutschland waren wir die Nummer 2, die die Lizenz erhalten. Und zeitgleich hatten in Frankreich schon 48 Plattformen diese Lizenz erhalten. Also ein viel, viel, viel schnellerer Prozess bei der Freigabe. Und ich kenne diverse Plattformen auch in Deutschland, die jetzt seit über einem Jahr im Antragsverfahren sind für diese Lizenz. Also das so mal als kleiner Spaßfaktor am Rande. Was haben wir vor?
Wir haben schon immer auf den regulierten, also BaFin-regulierten Markt gesetzt. Durch diese neue Regulierung, die wir auch zusätzlich erhalten haben, ist es einfacher möglich, europäisches Investieren zu ermöglichen unter dieser einen Lizenzierung, die wir erhalten haben. Das heißt, wir können auch jetzt schneller Partnerschaften schließen, um Investments in Frankreich, in Portugal, in Italien zu ermöglichen, wenn wir es für sinnvoll achten für unsere Anleger. Zeitgleich können wir aber auch unsere Investments in Deutschland, also in deutsches Real Estate, in deutsche erneuerbare Energien für Franzosen, für Holländer etc. öffnen. Das heißt, dieses Play Europe, also die Sandkiste Europa, in die man ja reinwachsen möchte als Plattform, ist dadurch ein ganz, 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 ganz großes Stück weiter geöffnet worden. Das sind Möglichkeiten, die wir ab Ende des Jahres, nächstem Jahr auch in Betracht ziehen. Wir halten den deutschen Markt für extrem spannend, gerade aktuell. Real Estate ist auf All-Time-Low, der DAX ist auf All-Time-High und man sollte ja dann investieren aus unserer Sicht, wenn ein Markt auf dem Low ist. Von daher glauben wir, ist Deutschland schon, bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber diese Lizenz, um deine Frage zu beantworten, ermöglicht einfach eine europäische Plattform, eine regulierte europäische Plattform deutlich einfacher umzusetzen. Sehr cool. Ja, wichtig ist dabei natürlich auch, wie eigentlich das Investment strukturiert ist für die Anleger. Und da hast du eben schon ein, zwei Worte zu verloren, dass ihr jetzt über so ein Fronting-Modell mit am Tisch sitzen könnt. Aber vielleicht magst du so ein bisschen darstellen, in was für ein Finanzprodukt in dem Sinne ist es ein Nachrangdarlehen, ist es über ein SPV abgesichert und ihr habt ja auch diese Krypto-Token, die im Hintergrund quasi das Ganze laufen. Vielleicht magst du da einmal erklären, was sind das denn eigentlich für Investments, die man da strukturell tätigt? Genau, also mit einem Gerücht oder mit einer Wahrnehmung mal direkt aufzuräumen, das hat nichts mit Kryptowährung zu tun. Wir nutzen die Kryptotechnologie, also Tokenisierung, um, egal ob es eine Anleihe ist oder ein Kredit ist oder ein Darlehen, um es quasi digital investierbar zu machen. Das heißt, wir nutzen dort eine sehr fortschrittliche Technologie. Dadurch können wir 1-Euro-Investments anbieten, 1-Euro-Reinvestments anbieten, viel schnellere Transaktionen, höhere technische Sicherheit, höhere Stabilität der Plattform gewährleisten. Deswegen nutzen wir diese tokenisierte Technologie für unsere Kapitalvermittlung. Das ist also ein reines Infrastructure-Play, ein Technology-Play, was wir dort umsetzen. Es ist nicht zu verwechseln bitte mit Bitcoin und Co. Das ist was völlig anderes. Die nutzen nur die gleiche Technologie. Und im Angebot an den Kunden, da sind wir durch unsere Regulatorik sehr breit aufgestellt. Wir können sowohl Kredite vermitteln, wir können über Banken Kredite vermitteln, wir können Darlehen vermitteln. Was wir halt nicht mehr machen, sind Nachrangdarlehen mit Rangrücktritt, weil das ist das Entscheidende, was wir vor Jahren schon geändert haben. Du möchtest keinen Rangrücktritt haben dem Darlehensnehmer gegenüber, damit, wenn er nicht pünktlich sein Geld zahlen sollte, du Sicherheiten vollstrecken kannst, weil ansonsten sind die Sicherheiten nicht sehr viel wert, dass Strafzinsen fertig werden, damit der Darlehensnehmer auch einen hohen Druck hat, das Kapital immer möglichst fristgerecht zurückzubezahlen, und sollte mal die Frist nicht eingehalten werden, was nun mal bei uns historisch auf 25% aller Deals zutrifft in 11 Jahren, muss er ein ganz, ganz hohes Interesse haben, es innerhalb von Wochen oder Monaten nachzuholen. Und das sind die Vorteile, die wir mittlerweile auch über unsere Regulatorik nutzen. Um aber nur eine Antwort zu geben, das ist nicht möglich, denn wir haben verschiedene Finanzinstrumente, die wir nutzen können, nutzen aber im Regelfall die Kreditvergabe. Alles klar. Jetzt hast du eben gesagt, 25% haben durchaus mal eine Verzögerung drin. Mhm. Vielleicht magst du insgesamt so einen kleinen Einblick in die Statistik geben. Wie viel Prozent Ausfälle habt ihr? Wie viel könnt ihr dabei noch zurückgewinnen? Und, ich glaube, die Durchschnittsrendite hattest du schon erwähnt, oder sonst magst du vielleicht zur Zusammenfassung auch nochmal sagen? Ja, super gerne. Also inklusive Ausfälle hatten wir, glaube ich, jetzt so 6,8% durchschnittliche Rendite pro Jahr auf die letzten 10,5 Jahre, was schon mal einfach eine ordentliche Performance ist, jedes Jahr 6,8% im Durchschnitt zu erzielen. Das heißt, wenn du in jedes Investment investiert hast, trotz der Ausfälle, die wir halt hatten, hast du eine sehr, sehr gute durchschnittliche Rendite erzielt, die meisten Märkte in meinen Augen, glaube ich, outperformt. Grundsätzlich zur Statistik, und das ist auch auf unserer Homepage, da haben wir die ganzen Statistiken live, da kann jeder mal nachschauen, so, wo sind die Zahlen. Ganz grob haben wir 60-70% aller Darlehen, aller Kredite vergeben, die zahlen wir frühzeitig zurück, also vor Fälligkeit kriegt der Investor schon sein Geld zurück. Wir haben etwa 5-15% der Deals, die wir quasi on time, also auf dem Tag, wo es versprochen ist, zurückzahlen.
und haben dementsprechend so 20-25% Deals, die halt 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate oder auch mal 3 Jahre zu spät kommen. Das ist nun wirklich eine Ausnahme, 3 Jahre, aber auch dort gab es teilweise Themen, nicht rechtzeitig fertig gebaut, nicht rechtzeitig verkauft, dass wir in eine Vollstreckung gegangen sind und haben das Geld dann später zurückbezahlt. Unsere Default-Quote aufs gesamte Portfolio liegt nach wie vor bei unter 1,5%. Wir rechnen immer so mit 3-4% aufs gesamte Portfolio. Damit würden wir den Markt auch in dem Fall deutlich outperformen. Wir reden ja über mezzanines Kapital, Junior-Loans im Regelfall, auch mal Whole-Loans, aber 80% der Deals sind einfach hinter der Bank besichert und haben damit auch dort eine sehr, sehr gute Quote bisher erreichen können, beziehungsweise planen mit einer sehr niedrigen Quote an durchschnittlichen Ausfällen. Das ist sehr gut. Ja, das hört sich ja sehr, sehr solide an. Und ja, wer da Interesse hat, durch die Statistiken zu kümmern, die Links sind natürlich auch alle in den Shownotes verlinkt, sodass ihr euch da auch selber natürlich mal die Webseite und die Statistiken ansehen könnt. Zu jedem Projekt gibt es natürlich auch eine sehr gute, detaillierte Projektbeschreibung. Ich bin ja auch selber Investor, Interessenkonflikt hier vielleicht. Ich habe 1-2 Projekte im Portfolio. Und da kann man sich natürlich sehr gut durchklicken durch ein Exposé, wie ist das Investment aufgebaut, wie viel Eigenkapital bringt da der Verwickler an. Kann man also auch sehr gut seine eigene Due Diligence hinterher schalten. Genau. Vielleicht auch eine Anmerkung, Tim, an dieser Stelle. Wir sagen immer, man muss halt breit streuen. Am Ende ist jedes Investment ein Risikoinvestment, was ich tätige. Und wie eingangs gesagt, wir reduzieren zwar das Risiko deutlich durch die Akquise der Deals, Vorprüfung, Prüfung, gute Verträge, Sicherheitenbestellung und auch Reporting, Controlling und Workout-Prozesse. Also das bieten wir hier alles an, quasi wie das digitale Family Office für den normalen Anleger halt, der über unsere Plattform investiert. Trotzdem animieren wir immer dazu, das Kapital breit zu streuen. Und das ist eigentlich die Möglichkeit, die wir ja schaffen. Wie gesagt, du kannst 60 mal 500 Euro pro Jahr anlegen, theoretisch bei uns auf der Plattform. Das ist eine sehr, sehr, sehr breite Streuung. Und wir glauben einfach daran, dass durch eine maximale Streuung du das Risiko am allerbesten reduzierst. Ne? So, never put all eggs in a basket. Kennst du alles, Tim, wahrscheinlich aus meinem Podcast. Diese Theorien trifft halt auch auf digitale Immobilieninvestments zu. Genau, damit man gut strahlen kann, braucht man ja auch ein paar Investments, die man tätigen muss. Und da ist natürlich relevant, was ist die Mindestinvestment-Schwelle, um bei euch zu investieren pro Projekt? 500 Euro, das ist quasi der Einstieg, wo wir sagen, es ergibt Sinn, sich mit einem Investment zu beschäftigen. Du kannst halt ab 500 Euro anfangen. Du kannst auch deutlich mehr investieren. Wir haben auch Anleger, die machen regelmäßig 5.000, 10.000, 20.000 Euro pro Projekt, die das sehr breit streuen. Aber ab 500 Euro geht's schon los. Genau, und losgehen tut's ja auch mit einer neuen Kategorie, die ihr aufmacht. Wir haben jetzt schon am Anfang immer mal wieder angeteasert, erneuerbaren Energien. Vielleicht magst du mal teilen, was genau ihr da finanziert und was man da in Zukunft bei euch auf der Plattform sehen kann. Ja, sehr gerne. Also wir haben ja jetzt, wie gesagt, gute 10 Jahre haben wir ausschließlich, waren wir ein Vertical, also eine vertikale Plattform für digitale Immobilieninvestments, weil wir gesagt haben, diese Assetklasse beherrschen wir sehr gut, die ist groß, die ist wachsend. Jetzt haben wir nun mal seit 1,5 Jahren eher herausfordernde Zeiten auf der Immobilienökonomie-Seite. Das betrifft auch Deutschland und auch davor wollen wir nicht ganz die Augen verschließen, dass du halt weniger gute Deal findest, musst ein bisschen mehr suchen. Anleger sind eher zurückhaltend als positiv. Warum? Die Presse ist halt extrem negativ, was Real Estate angeht und das ist auch zum Teil berechtigt. Aber es betrifft natürlich bestehende Projekte. Das heißt, dass ich jetzt neue, sehr, sehr spannende Deals machen kann gerade, die ich investieren kann über unsere Plattform, über andere Plattformen, das wird halt oft vernachlässigt. Von daher glauben wir, dass Real Estate in 24 schon eine interessante Assetklasse ist, aber nicht unbedingt eine wachsende Assetklasse für uns. Und zeitgleich gibt es diesen Markt der erneuerbaren Energien, den einige Banken und Instis schon seit ein paar Jahren für sich auserkoren haben. Ein sehr stark wachsender Markt, ein hoch nachgefragter Markt, sehr positiv belegt, Klimawandel, Energiewende, das muss finanziert werden. Das sind Milliarden Investitionen notwendig hier alleine in Deutschland, um unsere politischen und ökonomischen und ökologischen Ziele zu erreichen. Atomkraftausstieg ist jetzt halt nicht nur beschlossen, er ist ja auch vollzogen. Von daher muss der Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt vorangetrieben werden. Dieser Markt muss finanziert werden und viele Anleger haben uns regelmäßig gefragt, ob wir da auch Projekte haben und wir haben das immer ignoriert, weil wir meinten, nein, wir machen ja nur Immobilieninvestments und haben uns seit Anfang letzten Jahres um diesen Markt sehr stark gekümmert, haben einen Advisor bei uns aufgenommen, haben das Team verstärkt, haben ein paar sehr gute Kooperationen geschlossen, sodass wir jetzt auch Stück für Stück Investments in Projekte in dem Bereich erneuerbare Energien ermöglichen. Was kann man sich darunter vorstellen? Es gibt
Photovoltaikparks, die werden halt entwickelt, Pachtvertrag, Netzanschluss, Baugenehmigung, dann werden sie gebaut. Das heißt, auch dort habe ich Phasen 1 bis 2 Jahre zwischen, wo wirklich erneuerbare Energien entstehen. Und Photovoltaik ist halt nur ein Beispiel. Es gibt das Thema Battery Storage zum Beispiel, auch sehr, sehr spannend. Energie muss gespeichert werden. Dort entstehen jetzt große Speicher, die du quasi deutschlandweit nutzen kannst. Auch die müssen finanziert werden. Windkraft geht natürlich auch hier. Da sind dann diese hässlichen Räder, die auf dem Dorf stehen, und dort Möglichkeiten zu schaffen. Okay, wenn das Windrad schon dort steht und Energie produziert, dann beteilige dich wenigstens daran, digital ab kleinen Beträgen. Und das ist zusammengefasst die Idee, die wir unseren Anlegern und neuen Anlegern bieten möchten, dass man sich auch an spannenden, interessanten, professionellen Investments im Bereich erneuerbare Energien, Asset by Asset, mit beteiligen kann. Das heißt, die Philosophie unserer Plattform, einzelne Projekte zur Investition freizugeben, wenden wir jetzt auf diese Branche erneuerbare Energien an. Spannender Bereich auf jeden Fall. Sind das dann auch Projektentwicklungskredite, bei denen ihr die Mezzanintranche stellt? Oder sind da auch andere, keine Ahnung, Eigenkapital, finanzstrukturelle, längere Darlehen oder was ist quasi? Ja, eine gute Frage. Also vom Thema Eigenkapital, das haben wir bisher immer vermieden, weil wir immer Eigenkapital vom Entwickler haben wollen als Haftmasse vorab. Wir sagen immer, wir verleihen gerne Geld für gute Projekte, aber es muss so sein, dass es dem Entwickler zuerst selbst in der Tasche wehtut. Also der Gewinn muss weg sein und sein eigenes Kapital, bevor überhaupt das Geld der Banken und unser Geld dort im Feuer stehen könnte. Die ersten Projekte, die wir umgesetzt haben, da waren wir einfach quasi wie eine Bank. Also wir haben einfach ein Darlehen rausgegeben, im ersten Rang dann besichert und nicht als Mezzaninlohn. Wir schauen uns aber auch Projekte an, wo wir hinter der Bank stehen vom Risiko, also wieder zwischen Bank und zwischen Eigenkapital vom Entwickler. Laufzeiten auch hier 1 bis 2 Jahre, also sehr kurze Laufzeiten, bis das Geld wieder zurückkommt, sodass der Anleger dann neu überlegen kann, wo investiere ich jetzt? Mache ich jetzt wieder Immobilien, erneuerbare Energien oder möchte ich mir doch ein ETF kaufen auf einer anderen Sparplattform oder Investmentplattform? Ja, sehr, sehr cool. Da ist bestimmt einiges an Zukunftsmusik drin und insbesondere da wahrscheinlich auch deswegen auch die Gedanken zumindest zur europäischen Ausweitung, weil natürlich auch im Ausland da viel geht. Aber aktuell ist euer Fokus schon irgendwie rein auf Deutschland. Genau, Fokus jetzt ist Deutschland. Warum? Regulatorisch, rechtlich, dass auch diese Darlehen immer zu besichern, das ist nicht so einfach, wie man sich es vorstellt. Also wir würden jetzt hier keine komischen Projekte irgendwo im Ausland finanzieren. Allerdings mit richtig guten Partnern, die schon im Milliardenbereich investiert haben, in Photovoltaik Italien zum Beispiel. Das sind natürlich Partnerschaften, die wir uns gerne anschauen, weil wenn wir dort wissen, dort wird seit 10 Jahren institutionelles Geld in einen Markt investiert, dann wissen wir haben hier wirklich echte Profis. Und wenn wir uns dort mit dranhängen können und diese Investments auch unseren Anlegern eröffnen über unsere Plattform, wollen wir es natürlich auf jeden Fall machen, weil das ist dann sehr, sehr spannend, dass Investoren ab 500 Euro sich an Projekten beteiligen können, wo sie eigentlich 3, 4, 5 Millionen Euro für bräuchten. Das ist ja genau unsere Idee der Demokratisierung, dass sich jeder direkt schon ab kleinen Beträgen an professionellen Projektentwicklungen und Investments beteiligen kann. Ja, der deutsche Markt hat natürlich aber auch andere Nachteile in Sachen Bürokratie, wie langwierig der ist. Insbesondere sollte man ein Projekt ausfallen bei einer anderen Plattform, da hänge ich seit Jahren in der Zwangsversteigerung. Es geht nicht so wirklich voran. Das tut schon ein bisschen weh. Ich bin auch bei einer Plattform im Baltikum unterwegs. Da sind natürlich die rechtlichen Sachen viel fixer durchzusetzen. Mhm. Was sind so eure Erfahrungen und wie versucht ihr, sag ich mal, auch so die Recovery oder sozusagen zu optimieren, um sag ich mal, solche Prozesse nicht in die Unendlichkeit laufen zu lassen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das deutsche Zivil- als auch Strafrecht gibt es natürlich her, dass man langjährige Prozesse führen kann und das ergibt natürlich nicht immer Sinn. Aber eins vorab, was wir auf gar keinen Fall wollen, nur weil wir die Bürokratie scheuen, dass jemand potenziell Geld verliert oder anteilig sein Geld verliert. Also da probieren wir schon sehr hart dran zu bleiben, ja. Ich glaube, im ersten Fall musst du es verhindern durch eine gute Auswahl der Projekte. So, okay, wenn diese Auswahl erfolgt ist, dann geht es darum, hast du möglichst gute Verträge, die auch rechtssicher gestaltet sind. Ganz, ganz, ganz wichtiges Kriterium. Es gibt viele Verträge da draußen am Markt, die man irgendwie privat irgendwie sich so austauscht. Die sind vor Gericht einfach, die sind ungültig. Ja? Also du brauchst sehr, sehr gute Verträge. Dann brauchst du drittens gute Sicherheiten, die du auch vollstrecken kannst im Zweifelsfall. Also die müssen eine Werthaltigkeit haben, sie müssen im Zugriff halt sein. Du musst solche Sicherheiten vereinbaren.
auf alle diese drei Themen probieren wir sehr, sehr viel Wert zu legen. Und wenn wir dann merken, dass ein Projekt in Schieflage gerät, geht man sehr schnell in die Verhandlungen, wie das Kapital zurückgeführt wird. Im Regelfall muss der Kapitalnehmer selbst eine Lösung finden, das Kapital zurückzuführen. Und da wir einen sehr hohen Leverage haben, sorgt der Darlehensnehmer schon selbst dafür, dass er dann auch schaut, die Finanzierung zurückzuführen. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann geht man natürlich in die Vollstreckung. Das heißt, Grundschulden, Drittsicherheiten, private Bürgschaften werden dann halt vollstreckt und das Geld eingetrieben. Und ja, das kann dann natürlich auch mal ein halbes Jahr, ja, auch mal zwei Jahre dauern. Da ist halt die Bürokratie in Deutschland natürlich eher langsam. Wir probieren deswegen immer schnell Lösungen zu forcieren, weil wenn erstmal so dieser Lauf seinen Lauf nimmt sozusagen, ja, dann kann das schon ein bisschen länger dauern. Davon haben wir auch ein paar wenige Fälle bei uns im Portfolio, aber zum Glück halt auch nur ein paar wenige. Was ihr auch früher mal gemacht habt, waren so Bestandsprojekte, Exporo Bestand, kann man auch immer noch handeln bei euch auf der Plattform. Ist jetzt kein Fokus mehr oder ist das was wiederkommt, sag ich mal? Und wie ist da so euer Resümee dazu? Ja, für mich ist das die Zukunft, wenn ich ehrlich bin. Also Real Assets digital zu handeln, das heißt, du kaufst kein Eigentum, sondern du handelst nur die digitalen Eigentümer. Genau das haben wir aufgebaut. Das haben wir in die Plattform PropVest, haben wir sie genannt, ja, integriert. Gibt's heute als App, kannst du handeln, kannst du kaufen. Wir betreiben sie auch noch natürlich, aber ist für uns eher in so eine Art Maintenance-Modus gebracht worden in den letzten 18 Monaten, da wir einen Immobilienmarkt gesehen haben auf dem Peak, dann sind die Zinsen hochgegangen und du konntest keine rentablen Investments tätigen in den letzten zwei Jahren. Jetzt könnte man es wieder aufgreifen, aber jetzt kannst du sehr attraktiv einkaufen zu günstigen Konditionen, hast natürlich einen sehr hohen Fremdkapitalzins drauf, aber es gibt sehr spannende Opportunitäten, wenn ich mich hier nur in Hamburg umschaue und man kann mir für Faktor 20 Wohneinkaufen kaufen, das sind natürlich Dinge, da sollte man zuschlagen. Trotzdem gilt für uns gerade Fokus auf die Plattform Exporo, also die Vermittlung von kurzfristigem Kapital für Projektentwicklung. Das kann Bestand sein als auch Neubau, aber immer nur die kurzfristige Finanzierung von Immobilien und erneuerbaren Energien. Dennoch, wenn du meine Einschätzung haben möchtest, ich glaube, Real Assets digital zu handeln hat eine sehr, 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 sehr große Zukunft. Ich glaube, in den letzten 10 Jahren haben schon diverse Plattformen dort so eine Vorreiterrolle eingenommen. Das hat aktuell ein bisschen an Momentum verloren, wird aber definitiv wiederkommen, denn es ergibt einfach keinen Sinn, Offline-Investment zu tätigen, Offline-Stücke von Real Assets zu handeln, sondern das kannst du digital viel sicherer, schneller, günstiger abbilden als in einer analogen Papierwelt. Von daher, ja, es ist gerade mit reduziertem Aufwand von uns betrieben, es ist live. Aber wir haben keinen Fokus drauf, dass es geht, neue Produkte draufzustellen, Marketing zu betreiben. Diesen Aufwand betreiben wir fokussiert auf der Marke Exporo gerade. Okay, und die bestehenden Projekte im Endeffekt sind so ein bisschen leidtragend darunter, dass im Endeffekt die auf dem Peak im Endeffekt so ein bisschen eingekauft wurden und dadurch, sag ich mal, jetzt zu aktuellen Zinsen halt Abschläge hinnehmen müssen, um quasi adaptiv zu sein, oder? Überhaupt nicht. Okay. Also das ist wirklich ganz anders. Wir haben angefangen ja schon 2017, 18 einzukaufen. Also es ist ja nicht so, dass wir alle Immobilien im Jahr Anfang 22 gekauft haben. Ich glaube, so Februar 22 war einfach der große Peak und ab dann ging es ja runter. Ich glaube, das letzte Asset haben wir im Jahr 2021 angekauft, ja, also deutlich früher. Und der ganz große Vorteil ist, es sind ja 300 Millionen Assets, die wir angekauft haben, oder 310 Millionen Euro. Darauf sind 150 Millionen Fremdkapital zu durchschnittlich 1,4% Zinsen. Das läuft doch 6 Jahre. Wir sind dort eher die nicht Nutznießer, aber ich meine, in der Projektentwicklungswelt, die Leute haben dort Zinsen mit für 1-2 Jahre nur gesichert. Die müssen jetzt alle prolongieren, müssen quasi neue Zinssätze aktivieren von 3, 4, 5%. Während wir noch durchschnittlich 6 Jahre uns den Zins von 0,8 bis 1,6% gesichert haben. Von daher können wir da sehr, sehr entspannt sein, dass die Immobilien laufen. Wir zahlen Fremdkapital zurück jeden Monat. Eine Wertentwicklung nach oben sehen wir, glaube ich, natürlich gerade nicht. Wird aber in den nächsten 1, 2, 3 Jahren auch wieder passieren, wenn die Zinsen sich bewegen, der Markt sich bewegt. Parallel probieren wir überall dort die Mieten zu erhöhen, Maintenance zu machen, zu sanieren, renovieren, wo wir halt können. Und sind dort eigentlich relativ entspannt aufgestellt. Das Motto ist ja dort, investieren wie ein Eigentümer, ohne dass du echter Eigentümer bist. Und wenn du eine Immobilie kaufst, hast du auch mal Monate, da hast du mal ein paar Mietausfälle, da hast du negativen Cashflow. Du willst 5.000 Euro in eine Balkonsanierung investieren, hast du auch erstmal ein paar Monate keinen Cashflow, weil du hast ja gerade 5.000 Euro ausgegeben. Du wertest aber damit die Immobilie auf.
Und wir schütten dort jedes Jahr um die 5 Millionen Euro Zinserträge aus. Parallel tilgen wir aber das Fremdkapital, also auch davon gehören 80% dem Anleger. Und wir treiben die Werte nach oben durch aktive Aufmietung, Vermietung und Sanierungsmaßnahmen aus dem Cashflow heraus. Also das ist ein super spannendes Produkt, definitiv. Nur es wirklich aktiv zu bewerben über Fernsehkampagnen, über Partner, wäre ein sehr teurer Prozess in einem Zeitraum, wo einfach Immobilien einen negativen Touch bekommen hat von der Presse, wo jeder sagt, ich kaufe doch jetzt gerade keine Immobilien. Und das trauen wir uns auch nicht zu, lieber Tim, das sagen, wenn alle sagen, oh, kauf keine Immobilien, dass wir dann auf einmal anfangen, hey, wir kaufen jetzt Immobilien. Privat, meinen Freunden und mir empfehle ich es, jetzt Immobilien einzukaufen, weil das sind super Möglichkeiten am Markt, die gerade vorhanden sind. Ja, das höre ich hier auch das Öfteren im Podcast. Jetzt ist die Zeitpunkt zum Zugreifen. Man muss natürlich trotzdem seine anständige DD machen und wenn die Konditionen beim Objekt passen, dann weil wenn ich jetzt, wann dann sozusagen? Zinsen sind ja auch schon wieder leicht runtergekommen. Insofern freut mich absolut zu hören, dass ihr da gut aufgestellt seid und für durchschnittlich 6 Jahre noch gesichert seid. Das klingt auch promising. Und wenn der Markt wieder dreht, dann gibt es da vielleicht wieder auch Rückenwind und die natürliche Nachfrage dahinter. Ja, ja. Also aber 2 Stellen Anmerkung. Ist ja hier ein Dialog, ja, und nicht nur Frage-Antwort. Also A, ich empfehle es nur den Leuten, die Ahnung haben. Ich habe natürlich in meinem Netzwerk, im Freundeskreis, Bekanntenkreis viele Leute, die haben einfach Ahnung. Ja, die wissen, okay, was ist eine gute Immobilie, was ist ein guter Preis, wie kann ich sanieren, welche Zuschüsse bekomme ich, welches Fremdkapital bekomme ich, was sind die Exit-Kredite für eine Immobilie. Also du musst schon professioneller Anleger sein. Also einfach nur blind eine Immobilie kaufen würde ich niemandem empfehlen, auch nicht meinem besten Freund. Das heißt, es geht wirklich darum, Leute, die etwas Ahnung haben am Real Estate-Markt, denen würde ich es empfehlen. Und das ist ja auch eigentlich die Idee hinter Exporo. Wir haben richtig, richtig gute Leute aus dem Bereich Real Estate, ne? die es finden, prüfen, akquirieren und dann strukturieren und dann zur Vermittlung freigeben, dass wir es quasi ermöglichen, wie ein Profi zu investieren. Von daher, auch dieser Tipp, den ich eben gerade ausgesprochen hatte, gilt wirklich für die Leute, die sich auskennen mit Immobilien. Und dann noch was zum Immobilienmarkt, meine 2. Anmerkung. Wodurch entsteht denn dieser Druck am Immobilienmarkt unter anderem? Ja, weil Leute verkaufen müssen gerade. Die Banken stellen die Darlehen fällig, Exporo stellt die Darlehen fällig. Es gibt verschiedene Leute, die ihr Geld rausziehen wollen aus den Immobilien und auf einmal ist der Projektentwickler unter Zugzwang und muss eine Immobilie, die vielleicht 20 Millionen Euro normalerweise Marktwert hat, für auf einmal 13 Millionen Euro verkaufen. Dadurch entstehen die Verluste. Dadurch hast du gerade sehr viele Insolvenzen am deutschen Immobilienmarkt, auch im europäischen Immobilienmarkt, aber gerade in Deutschland, weil Leute illiquides Vermögen haben, was sie liquidieren müssen, weil jemand sein Geld zurückfordert. Und das ist halt der Vorteil bei Exporo Bestand, bei PropVest, diese 310 Millionen Assets under Management, dass wir noch 6 Jahre durchfinanziert sind. Wir müssen kein einziges Asset gerade verkaufen, weil gar kein Darlehen gerade fällig ist. Und das setzt aber die Immobilienwirtschaft gerade so unter Druck, dass sehr große Player, die im Bereich Milliarden Finanzierung unterwegs sind, auf einmal vierfache Zinsbelastungen haben. Das schmeißt halt einfach einige Leute aus der Kurve. Dadurch haben wir auch diese vielen besonderen Situationen gerade, dass du in der Presse immer wieder von insolventen Projektentwicklern liest. Ich glaube, das bekannteste Beispiel steht ja hier in Hamburg mit dem Elbe Tower. Möchte keine Namen nennen, aber das ist natürlich schon schade, dass Leute dort an der Liquidität scheitern. Vielleicht könnt ihr das ja eines Tages übernehmen. Ja, ich glaube, 1 Milliarde braucht man. Du kriegst wahrscheinlich 200 Millionen Haircut, brauchst immer noch 800 Millionen Euro. Also wir können immer so eine Kampagne hier aufrufen. Genau. Aber ich glaube, bis man solche Beträge zusammen hat, dann müssen wir mal 1, 2, 3 Jahre ein bisschen weiterarbeiten an der Plattform. Fokussieren wir uns erstmal auf die klassische Projektentwicklung und die erneuerbaren Energien. Da ist wahrscheinlich genug erstmal zu holen. Und ja, ich glaube, wir sind durch alle Themen tatsächlich von meiner Liste zumindest durch. Einmal schön durch alle Bereiche gehoppelt. Ich weiß nicht, haben wir deiner Meinung nach noch einen Punkt übersprungen, den du auf jeden Fall wichtig findest, dass wir nochmal drüber geredet haben? Ich finde, du hast gute Fragen gestellt. Ich habe probiert, möglichst kurz und knapp zu antworten. Ich liebe das, was wir tun. Ich liebe Immobilien. Ich liebe auch mittlerweile erneuerbare Energien, weil ich sehe die Möglichkeiten, das, was man digital erreichen kann, wenn du Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Anlegern gemeinsam bündelst, dann können wir wirklich wahnsinnig viel erreichen. Das motiviert mich. Dadurch neige ich auch dazu, ab und zu ein bisschen länger zu antworten. Von daher gibt mir gar nicht erst die Möglichkeit, noch mehr zu erzählen. Aber ich glaube, am Ende geht es darum, jeder selbst ist gefragt, so wie möchte sein Kapital anlegen.
jeder, der sich überhaupt damit beschäftigt, finde ich schon mal großartig. Thema finanzielle Bildung ist einfach sehr stark vernachlässigt in unserer Gesellschaft. Und jeder, der sich überhaupt damit beschäftigt, in ETF, in Immobilien, egal ob digital, offline zu beschäftigen, finde ich großartig und freue mich über jeden, der hier vielleicht ein, zwei Ideen mitgenommen hat für sich, den man motiviert hat, quasi sich einfach um das Thema finanzielle Bildung zu kümmern. Das ist auch ein großes Anliegen von uns, irgendwie Education weiterzugeben. Sehr cool. Vielen Dank für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast und alle deine Erläuterungen. Wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Wer mehr zur Xpora erfahren möchte, wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. Einfach mal vorbeischauen. Dir vielen lieben Dank. Und damit haben wir auch schon einen guten Abschluss, glaube ich, gefunden. Und ich sage bis denn. Ciao, ciao. Danke, Tim. Bis denn. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.